Was ist eigentlich der Sinn von Ark? Scheiße aufheben. Ganz viel Scheiße aufheben. Hör auf, mir hinterher zu laufen. Scheiße, Scheiße, ganz viel Scheiße aufheben. Scheiße. Also es gibt, glaube ich, keinen einzigen Spieler. Ich will da rein! Oh. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Spieler, der noch nie seine Scheiße aufgehoben hat, oder? Ich glaube, beim ersten Mal spielen direkt, ich habe gekackt, ich muss die Scheiße aufheben. Da. Scheiße. Ah, guck mal, ich glaube, die Leute wollen wissen, was du davon hältst, dass die ganzen Tiere gestorben sind. Juhu, ich kann dir erzählen. Ja, so ist das. War Akuma, nicht ich. Ganz klar, das hat man ja an der Stimme gehört, dass es Akuma war. Super lustig. Meine armen Tiere. Warum geht denn das nicht? Was für Touch. Was brauchst denn du? Patch. In der Schmeiti. Schon dabei. In so der Schmeiti liegt was? Ich nehme hier so, so. Deine Dildo-Pflanzen sind fertig. Ah, cool. Ich habe den Server extra dafür laufen lassen. Pass auf, ich komme mal runter. Ach, das sind Dildo-Pflanzen gewesen. Ich habe schon gedacht, das sind die Spooky-Pflanzen. Die Lutschpflanzen. Lutschpflanzen. So, ach, guck mal, da sind sie wirklich schon geil. Wir waren vorhin aber noch nicht da. Ja, ich habe den Server ja laufen lassen. Lief jetzt eine Stunde, glaube ich, hat das auch gereicht, ne? Ja, ich denke schon. Hat sie schon gestern gelegt gehabt? Ich habe die gestern schon gepflanzt, ja. Die waren eben noch klein. Und jetzt sind die komplett ausgewachsen? Ja. Ja, müssen. Geben Licht, laut Anzeige. Ja, Licht geben sie irgendwie keine, ne? Doch. Aber dran, du siehst es doch unten rechts in der Anzeige. Ja, in der Anzeige, aber so als Doch, geben sie auch. Findest du? Geben auch Licht, ja. Machen wir dein Licht nicht, aus? Nicht, ich hab kein Licht an. Ich hab an. Ich hab an. Mal wieder an. Den 2 kannst du übrigens mitnehmen. Den habe ich extra dafür gezähmt, den da oben einzubauen in deinen. Oh, da liegt Scheiße. Nein! Die machen halt nicht viel Licht, ist die Sache 6. Ganz leicht. Dafür haben sie aber die Lichtknallpflanzen. Ja, die sind cool. Da, guck mal. Granate! Bitchoki! Alter, ist das heftig, ey. Das ist so heftig, das ist so mega heftig. Im PvP ist das, glaube ich, voll der Gott. Die Gottwaffe. Ey! Boah, hier sieht man überhaupt nichts mehr. Das ist so heftig, Leute. Full of Drogen. Mann! Ich hab drauf gewartet. Leck mich. So. Oh, oh. Alter, die wilde Ratte geht ab! Die ist auch eine wilde. Achtung, oh, oh. Ey, jetzt greift sie an. Jetzt greift die an? Oh Gott. Die macht die Waffe kaputt. Nein, mach die Waffe leider. Wo ist denn jetzt mein Tier? Nein, zwei! Jetzt kommen die anderen Tiere runter. Nee, wo, was, warum? Scheiße. Wo ist denn jetzt mein Revenger hin? Da unten. Na toll. Achso, bevor ich das mal vergesse, viele Leute sagen ja immer, Dex, kannst du nicht mal deine Koordinaten auf der Karte zeigen? Hat er noch nicht gemacht, nur nie in diesem Game. Ich hab das, glaube ich, schon 2000 Mal gezeigt. Pass auf, ich mach das aber, ich brauche auch gerade Schatten. Hier sieht man's. Okay, wir sind hier gerade, dein Ravager läuft da unten rum, ne? Wir sind jetzt gerade bei 42... 46 ungefähr. Und dann wisst ihr ja da oben bei dem, ich sag immer Karamellstein da oben, bei dem großen Karamellstein, wisst ihr, da ist unsere Base, genau da oben. Da, wo auch mal der Lootstrahl kommt. Akuma, wolltest du mit oder soll ich? Ja, ich komm mit. Kommst du mit, okay. Wir haben wollen die Tiere wieder parken. Ja, das könnt ihr mal machen. Du bist es schuld.
Weiß nicht, wo der Spino ist. Wo habt ihr den Spino hingetan? Ach, war ich nehme den Megalosaurus schnell. Dann, Spino wollten, schon oben. Aber hier der Megalosaurus noch nicht. Wir können nur ein Tier reiten. Ach, ich finde Megalosaurus reiten ist voll cool, ey. Die laufen so cool. Hör auf mit der Scheiße. Ey, warum kann ich nicht mehr fliegen? Hast du Flügel an, guck mal? Ah, ich bin ja eben geflogen und dann wollte ich nochmal fliegen, da ging's nicht. Ja, du musst ja gucken, wenn die Bombe, Alter. Bombe geknallt hat, dann kannst du das nicht. Okay, also ihr wisst ja, wir haben ja einige von den Tieren verloren, nur einige. eigentlich alle hier. Und die wichtigste, aber hässlichste war ja eigentlich unsere knapp... Mann, ey, hör auf damit, du Pisser. Unsere Rad. Und wir brauchen ja noch eine. Und wir haben ja noch eine. Schnell, war weg hier. Du musst einen Sattel mitnehmen. Das wäre ein Vorteil, weil die hat keinen Sattel drauf. Richtig. Hat er keinen? Bist du sicher? Nee. Ja. Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. 100% sicher. Ich war überlegen, ob ich sagen soll, ob es dir dann auffällt, wenn du da bist. Aber nein. Wäre auch kein Problem gewesen, sonst ziehst du eben hinter mir her. Und außerdem ist da ja auch alles voller Materialien noch. Voll. Wir haben so viel Eisen noch da. Mhm. Revengers. Was Level bist du denn hier? Dex, wolltest du nicht so auf in der Folge die Rockdex imprinten? Nee, mach ich nicht mehr. Wir haben jetzt übrigens Imprinting 100% und Stone veräppelt uns hier mit. Geht mal mal die Tiere. Was hast du mir reingeschmissen? Na, was wohl? Ich hab keine Ahnung. Low Sticks. Ah, oh. Mm, direkt mal stacken. Storm, bist du nach unten? Von oben. Akku, wir müssen mal ganz kurz nochmal nach oben, ganz kurz. Aber warum? Ich muss mal ganz kurz was ausladen. Ach, stimmt gar nicht. Warum muss ich denn mit hochkommen? Nee, gar nicht wahr. Ach, das ganze Düngergedöns, das habe ich doch hier. Das brauche ich doch für hier, für die Pflanzen. So. Warte, den Sattel hast du, glaube ich, auch unten. Warte, ich habe schon. Besser mit. 106 zur Rüstung. Ach, ist eigentlich Wurst. Ja, besser, besser. Dann hält er länger. Hält er länger, meinst du? Kommt er endlich mal durch? Am Ziel an oder was? Nicht so wie die Burn. Hier unten ist noch nicht so weit. Nee. Das ist auch die letzte, die ich ganz, ganz spät am Ende gemacht habe. Ja, da bist du, Dex. Natürlich tu dir in. Ach, ich schmeiß dir hier hin, Dex. Will nichts mit dir zu tun haben. Du wirst wieso eine Granate. Ja. Hat er gerade schon. Ja, schon gesehen. Aber oben hin. Hier ist irgendwo ein. Wir sind Nameless. Ja, das ist ja das. Deswegen kommt ja auch die ganze Zeit der Reaper hier hin. Und deswegen haben wir die Lutschpflanzen gemacht. Wo bist du eigentlich? Von den Viechern jetzt töten. Und wo wäre das? Runter links zu dem blauen Gebiet. Achso, okay. Ja, die spawnen leider immer im Stein drin. Und dann hampeln die da bei uns immer rum. Und dann nach einem Haufen, weißt du, wie viel sollen es sein? 15? 12, glaube ich, waren es so. 12. Nee, 15. Ach, 15? Ja, 15 und ein Dicker, so war das, ja. Also 14 und ein Dicker. Hast du. Okay. Dann mal los. Hat die gerade gemäht oder wegen Licht oder ist irgendwas? Ich hab's Licht ausgemacht, deswegen. Okay. Ja, okay. Dann gehen wir mal die Roll Rat holen von unserer alten Base. Von der Zeit ins zweiten Passage hier weiter. Mhm. Die wollte ich eigentlich gerade mal gezeigt haben, hab ich ganz vergessen. Warum bist du eigentlich so fucking schnell, ey? Ah, ein roter Revenger. Ehrlich? Oh, leck das gerade. 30 nur. Das ist doch meistens so. Schade eigentlich. Wir könnten eigentlich versuchen, mit dem zu paaren, ne? Ja oder nein? Ja. Ich habe aber keine. Ich habe nichts dabei. Akku hat doch immer dabei, weißt du? Ich wollte sagen. Wir lassen den einfach dann auch hier liegen und dann wird das schon gehen. Hast du Hammelfleisch zufällig in der Tasche? Nö, aber hier, wie heißt das? Prime Meat. Für den. Oh, das ist eine Alpha-Krabbe. Ja. So, oh Mist. Schränkpunkte. Was hast du dabei noch? Hast du irgendwas anderes noch? Nee, ich guck gerade, ob hier irgendwo ein Schaf ist. Okay, sonst hätte ich jetzt Prime mit reingeschmissen. Nee. Notfalls kann man ja ganz schnell hochgehen. Wir können ihn eigentlich auch liegen lassen, weil wenn wir zurück sind, dann ist er ja immer noch hier. Ah, so sicher bin ich mir da nicht. Weil wenn es heißt, wenn wir unterwegs sind und zurückkommen und naja. Ja, die letzte Zeit sind ja auch hier ziemlich viele Skorpione. Das könnte dann sein, dass der ziemlich schnell tot ist. Aber rot ist eigentlich ganz nett. Vom Level natürlich für den Arsch. Ja.
Na egal, gehen wir mal weiter. Ich find gerade kein Schaf hier. Ich will ein Schaf. Jetzt suchst du mal so ein scheiß Mistwolfi und findest keins. Ich wüsste sogar, wo eins ist. Wo bist du hingelaufen? An die Kreuzung vom Fluss? Ja. Okay, dann und dann rechts hoch? Jetzt ja. Ja, dann, weil da ist ja, da sind die meisten. Also da ist ein Bär. 120. 76. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir nehmen jetzt eigentlich alles, was kommt. Hauptsache ist es in der Base sicher mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bären sind... Okay, wir hatten jetzt auch diesen letzten Bären bei uns in der Base, der rosa Bär da, der war ja auch ziemlich schwach. Es ist kein Schaf hier. Das ist echt kein Schaf, ne? Ist doch nicht. Oh Gott, ein knallroter Schubsosaurus. Was fightest du da oben wieder? Ich fighte nicht. Nein, Akku noch nicht. Akku wird niemals fighten. Und nicht zähmen. Würde ich auch nie. Hab ja keine Betäubungsfalle bei. Na komm, dann gehen wir mal weiter. Ich will jetzt den aber füttern. Da ist ein Ravenger vor uns. Aber nur einer. Ich könnte, wie gesagt, Primate könnte ich dem zu flüßen. Ja, dann nimm mal. Nee, das dauert zu... Nein, ich gehe jetzt nochmal hoch. Ich weiß ja, wo du hin willst. Das dauert zu lange? Bei Level was? Level 30? 36. 36? Sind wir zehnmal zurück. Nein. Ich weiß doch, wo du hin willst. Glaub, hier ist eine vor. Bienenkönigin. Nein, nicht scheißen jetzt gerade. Hier ist eine Bienenkönigin. Die will ich haben. Oh nein. Scheiße. Was haben wir nichts dabei dafür, Dex? Soll ich ein paar Blumen gleich mitbringen, wenn ich schon mal hochgehe? Nein, lass das mal lieber sein. Eigentlich. Nein, doch. Wir hatten doch was vor. Ja, wir haben doch zwei Bienenkönigin, das reicht doch. Ja, aber das ist eine hier. Ja, und? Du verstehst nicht, hier ist eine Bienenkönigin. Ja, und weiter. Aber Honig und Honey und. Ja, das haben wir dann oben. Er liebt doch Honig. Ja, dann hat er doch gesagt. Darf er sich oben an den Stock vergnügen? Hat er doch schon, ist dabei gestorben. Gar nicht wahr, das ist das habe ich nicht auf Band. Das nächste vielleicht, haben wir Fleisch in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Oh. Bist du grün? Und welches Level bist du? 16, ich will auch keine Ahnung mehr. Ist irgendwie, das tut mir ein bisschen leid, ne? Wenn du so ein Krüppel-Level hast, dann will ich keiner. Tja, müssen sich mal anstrengen. Jetzt. Der Spino da unten hat ein buntes Segel, sieht aus wie ein Regenbogen. Rainbow Spino. Aber nur das Segel. Flutsch. Flutsch. Ich bin übrigens schon mal Richtung Home, ne? Also alte Base. Ja, schon mal vor. Ich guck trotzdem noch, ob ich vielleicht hier ein Schäfchen finde irgendwo, aber hier das im Gebiet. Ja, jetzt habe ich ja Armefleisch, also jetzt ist es eh. Achso, du hast es schon geholt. Ja, von oben. Komm her, willst du mich nochmal beißen? Bitte jetzt. Ja, Penner. Touch. Na, im Fabrikator ist noch ein bisschen Touch. Ja, ich habe hier unten noch was. Was bist du schön? Jetzt weiß ich uns, ich glaub's nicht. Habt ihr mal den neuen. Ja, ist gut. Habt ihr mal den neuen Spino-Skin gesehen, der ja bald dazu kommt? Nein. Noch nicht? Nee. Okay. Ich glaube, ich muss mal dazu mal so ein Preview-Video machen. Oder nicht Preview-Video, ja, so ein Video, wie das bald, wie der neue TLC aussieht. Oh, Dex, ich hab sogar Rare Flowers bei. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die ist. Das hast du extra gemacht. Nee, ich hab 7 bei gehabt. Ach, guck mal. Brauch mal nicht. Lauf mal den alten Weg zurück. Hier sind 2 rote, rosa-rote Ratten. ehrlich. Und ein Pferd. Rosa-rot. Und ein roter Stein, den nehme ich aber mit. Ja, schnell weg. Welches Level bist du denn? 76er Pferd. Hey, wir brauchen eigentlich mal ein paar Gaule. Eigentlich nicht. Eigentlich doch. Doch, klar. Stone ist voller miese Peter. Nein, die Bären überleben das schon nicht. Wie soll das denn so ein scheiß Pferd überleben? Auf die Pferde passe ich auf. Ja, und? Oh, hier ist ein Schaf.
Überleben das keine 2 Minuten. Wetten. Wetten nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Wie lange soll das jetzt so weitergehen? So lange wie du willst. Wetten nicht. Okay, wetten doch. Wetten nicht. Dex, das wird ein neues LP, ne? Wetten doch. Wetten doch, wetten nicht. Wetten dich, wetten das, wetten nicht, zweimal wie du. Wetten doch, wetten nicht. Nee, so nicht. Wetten doch, wetten nicht. Irgendwie ist es immer voll schön, wieder in das alte Gebiet zu laufen. Auch wenn ist wir eine knallrosa Knutschkugel. Auch wenn wir Aberration noch wirklich nie so lange spielen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde, sobald wir in dieses alte Gebiet laufen, fühlt man sich so ein bisschen heimisch immer. Eigentlich nicht. Eigentlich so. Heute ist der Stone im negatorischen. Negatorischen? Im negatorischen Stil dabei unterwegs. Alles. Nein, 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 nein. Ich verhindere halt, dass ihr die Welt wieder zu Tode zähmt. Nee. Damals, der Stone hat übrigens auch schon mal in einem Film mitgespielt. Was? Ja, klar. In dem Film, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie den Namen des Charakters, den er gespielt hat, aber ich kann die Szene noch. Nein, 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 nein! Ja, aber nicht unbedingt in der Lautstärke, ein bisschen lauter will ich das machen. Ein bisschen intensiver. Mit mehr Durchsetzungskraft. Oh, diese Ratten sehen aus, ey, das ist ja übel. Ja, die sind heftig, das sind zwei, die sind irgendwie zwei Geschwister, die sind zwei grau-rosa. Voll lustig. Und hier 16, ist noch. Und? 32. Oh, das ist ein roter Kristall. Ach, ich fand das jetzt auch fertig, Dex, die eine. Der Rundbogen oder was? Nein, nein, die Dildo-Pflanze, die zweite. Ah, siehst du, dann war das kurz davor so gesehen. Nee, komisch, eigentlich müssen die noch anders aussehen, wenn die so sich wachsen. Nee, die sind so. Die sehen so. Nein, ich meine die Wachstumsstufe, die hätte anders aussehen müssen. Ich habe auch gedacht, dass da noch eine Zwischenstufe gäbe. Also, leider nicht. Noch... Ich bin zu weit. Müsste das einmal hier da vorne abbiegen. Ich bin einmal zu weit. Hier gibt es übrigens auch einen Stego, der hat einen rosa Körper. Nee, einen roten Körper und rosa Fächer auf dem Rücken. Rosa Fächer, das sieht so kacke aus, ey. Aber wenigstens leuchtet der heftig im Dunkeln. Wir haben Spino neben der Base. 64er Diabria. Hier ist eine Alpha-Krabbe. Aber hier ist nicht die, hier wo ich bin. Ja, die meine ich ja. Nee, wo ich bin. Doch, ja, du bist hinten unterwegs zu unserer alten Base. Wo weißt du, dass das eine Alpha-Krabbe ist? Weil ich da Hat er war? Gesagt? Hä? Wir haben bei uns in der Base drüben auch eine Alpha-Krabbe. Da hinten auch eine. Ja, dass die hier ist, weiß ich aber schon. Die habe ich schon gesehen. Wo hast denn du die gesehen? Wann warst du das letzte Mal hier? Als ich hier war. Wann als denn? Als ich ferngesucht habe. Oh, guck mal, du hast ja eine Folge. Ah, du hast den mitgenommen, die Post. Ja. Wie heißt denn der? Post. Blackberry. Achso, das war ein Schultertier. Blackberry. Wo heißt denn der Blackberry? Weil mir noch nichts Besseres eingefallen ist und für den Fall der Fälle. Du kannst, meiner heißt ja Blue Banana, du kannst ihn ja Black Banana nennen. Ich guck mal ganz kurz, was hier drin ist. Oh, ein Kaki-Käfer und ganz viele Dodos und Rappedaken. Schock? Wer hat denn den Schock genannt? Ich glaube ich. Siglinde und Green, alles klar. Und Teppich, warum haben wir eigentlich noch keinen Teppich verlegt bei uns im Haus? Weil das deine Aufgabe ist. Ich bin ein Teppichverleger. Ich sag dazu jetzt nichts, Nein, Akuma. Akuma, was willst du denn dazu sagen? Also, ich weiß gar nicht, was du jetzt andeuten möchtest. Erklär uns das ein bisschen genauer. Nee, lieber nicht. Ach, guck mal, hier sind noch die alten. Alter, guck dir mal, wie viel Roheisen hier drin ist. Ich sag ja. Ich sag doch. Guck mal. Du hast doch gerade rote Kristalle aufgehoben, oder? Ein, ja. Komm mal her. Warte, kann jetzt nicht. Beschäftigt. Hier sind noch 13... Ne, 31 rote Kristalle. Nimm die mal rein in dein Inventar. Ja und? Das deckt sich nicht, ne? Nee, weil es alte sind. Das ist noch die alte Scheiße, die wir hier drin haben. Ich nehme mal ganz kurz aus Blackberry das ganze Fleisch raus. Nicht das Motten, sondern das Fleisch, damit ich das hier wenigstens in den Futternapf schmeiße, die am Tiere 5 verhungern. Toll. Und was machen die Pflanzenfresser? Die kriegen das Essen von Dex. Ja, du, hier sind so viel Fleisch drin, die können hier noch mindestens das Doppelte von unseren Folgenstunden noch überleben. Wieso haben wir eigentlich hier einen Kamin? Machen die Pflanzen fressen? Die haben auch noch genug Pilze. Auch die richtigen? Alles. Ja, guck mal, was wir hier alles haben. Wir sind hier voran. Guck mal, wir haben blau. Vielleicht haben wir nicht mehr so viel. Hey, ist das ein blauer Sattel?
Am Parasaurus. Ist das ein blauer Sattel? Ja, wahrscheinlich der Parasaurus, ja. Ah ja, den will keine Sau haben. Deswegen ist er ja wahrscheinlich noch hier. Okay, ich, du nimmst meine Lotti Karotti noch mit. Bitte nicht sterben lassen. Und ich... Ich doch nicht. Wie sollen wir den Roll Red denn nennen? Wow, what about? Ratatouille. Ich nenne den... Eigentlich könnte ich dem ja wieder die tollsten Namen geben, ne? Oh mein Gott. Warum? Dingster Bumster. Bumstings und Dangsbums mit Wumps, Wumps und Humpsti Bumsti. Ich nenne den... Eine Schere! Was? Schere haben wir? Oh, ich wollte dich nicht hauen. Ich nenne den jetzt einfach mal... Change Name, ja, so. Ja, nenn doch mal Change Name. Nimm was Neues. Es ist zwar jetzt kein, perfekter Männername, aber ist okay. Dann komme ich dann immer, wenn ich hier drauf rumreite, sage ich dann immer, keep rolling. Keep rolling. Nein, nicht das Lied. Rolling. Das ist ein bisschen alt. Oh, ich bin so alt. Ja, Dex, das Lied, was du meinst, kenne ich mir auch. Das ist auch cool. Von dem Biscuit meinst du? Mhm. Keep rolling. Wenn ihr das noch nicht kennt, gebt mal bei YouTube ein Keep Rollin' von Limp Bizkit. Und ganz am Anfang von dem Video sitzt der Fred Durst, der sitzt ja auf der Bank, sitzt da einfach auf der Straße und dann kommt dann so ein Cabriolet angefahren. Und der sitzt genau an so einer Ecke, wo normalerweise Autos abgegeben werden können. Und dann kommt... ein Typ mit seinem Kumpel aus dem Auto raus und das ist der Ben Stiller. Ne? Ben Stiller kennt ihr vielleicht allein im Museum, wie heißt das da? Museum? Nachts im Museum. Nachts im Museum, genau. Und der kommt dann raus und dann, hey yo, Red Cap! Und der Fred Durst guckt dann so, was redet der mit mir? Weil der hat ja so eine rote Kappe immer an, ne? Und dann, hey yo, Red Cap, hier, nimm den Schlüssel und mach keine Beule rein. Und er guckt dann, nimmt den Schlüssel, guckt in die Kamera und sagt dann, okay, Baby. Let's go rolling, baby. Das war so ähnlich. Das fand ich voll geil. Und dann geht's los. Dann fahren die dann mit dem Auto, mit dem armen Auto durch die Gegend und nehmen alle Leute mit. Kann ich da oben vorbei? Ich glaube nicht, oder? Mann, Lotti. Okay. Boah, passt ja gerade noch. Was ist denn los? Musst du die Dings ein bisschen enger machen. Hast du gerade schon umgestellt gerade, oder? Nee, noch nicht. Aber ist eigentlich eine gute Idee. Die ist scheinbar recht breit ausgestellt. Oh, hier ist ein Bär da vorne. Ja, 56 oder so. Ach, das ist der. Oh, warum ist die denn high? 64. Ja, 56, 64. Ja, ist das gleiche. Okay, dann wollen wir mal Gas geben. Rollen. Ich treffe, du hast die Dings angehittet. Alles unterwegs. Mal gucken, wie lange du hinter mir herkommst. Wie schnell du hinter mir herkommst. Wenn ich nicht auf Lotti Karotti aufpasst, dann schnell. Alter Schwede, ich bin schon an der Kreuzung vom Dings, ne? 68er Kanon. Du kannst auch einmal durchflitzen, Dex, komplett. Ja, kann ich nicht, ich muss ja am Wasser vorbei. Du kannst aber das Wasser springen über die leichte Stelle. Ja, hab ich gemacht, aber jetzt hast bin ich auf... Hast du das Schultertivier mitgenommen, Dex? Zwei, ja. Ja, okay. Ich hab jetzt hier, jetzt hab ich Scheiße gemacht. Oh. Im Wasser. Ich seh schon gleich. Rollratatat, weiß ich, wie das Vieh jetzt heißt. Keep rolling. Okay. Der ist ja schön schnell, aber wenn der einmal ins Wasser gerät, dann ist das wie so ein Stein. Blub. Platsch. Und jetzt geht's wieder weiter. Pass auf den Revenger auf. Welche? Achso, ja, stimmt. Gut, dass das. Kurve! Ich versuche dran vorbeizukommen, ohne den zu bekommen. Zu treffen. Ne, ich halt lieber an. Oh, da steht er ja schon. Pff, doch gesagt, easy going, ey. Ach, Mann, ey, ich hasse das. Nee. Ich nehme schon mal Holz mit, einfach nur. Was denn jetzt? Lass doch Lotti in Ruhe.
Lotti, du sollst doch nicht immer so einen Gesockse anziehen. Mädchen, Mädchen. Junge, so Mädchen hier. Kannst du dem roten Referenzier einen Namen geben? Nein. Warum denn doch nicht? Selbst nein. Doch. Das ist ja nicht meiner, das ist ja von der Akuma. Achso. Die versteht einfach nicht, dass ich einfach die Kunst der Namengebung habe. Aber Hatchi, mein Bruder. Du heißt er jetzt. Nein! doch. Nein! Too cool. Hatchi, mein Bruder. Hast du gerade selber gesagt. Ja, wegen den Viechern hier. Was mähst du denn hier dauernd? Jetzt halt doch mal deine Schnabel, du blödes Schaf. Bäh. Oh, ein Rudel Revengers. Komm, lauf doch mal, was ist denn los? Boah, der ist so rot. 76. Gummiboot hätte ich das da genannt, vielleicht den Ravager. Ex. Knall. Rotes Gummiboot. Das wäre doch perfekt. Aber nein. Ach, guck mal, will ja nicht. Nein. Kaum ist wieder da, können wir keinen gescheiten Namen mehr geben. Gescheite Namen. Ich weiß auch nicht. Also meine Namen sind ja wenigstens, haben ja noch Erkennungswert. Lotti, ne? Karotti, genau. Ja, wenn Lotti Karotti stirbt, dann weiß ich sofort. Der muss anders, weil den Namen hatten wir schon mal. Du siehst der alte Bär. Welcher? Der alte Bär hieß Gummibär. Ach, ich hab nur G und B gelesen, deswegen. Also, wenn es um meinen Namen geht und die Namenvergebung hier, bitte immer aufpassen. Also, das geht ja gar nicht. Die sind alle, wie sagt man? Unikarte. Danke, genau, das habe ich gerade gesucht. Unikarte. Gesundheit. Sneaken, Baby, sneaken. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wo bist denn du? Baum. Achso. Gut wie zu Hause. Wir müssen unterwegs was mitnehmen. Doch, den zweiten Ravager. Ich bin so gut wie am Ravager, genau. Da bin ich gleich. Achso, ich wollte schon so, bist du gut wie ein Ravager? Wo ist dieser Ort? Da, wo der Ravager liegt. Lag. Den kann ich nicht, ehrlich. Das ist die Sache. Ich hab ihn nicht mitgenommen. Und Spaß, wo ist er? Keine Ahnung. Du hast den schon mitgenommen, Dex. Ich weiß auch, wo meine Ravager lag. Aufgestanden und davon gelaufen. Gar nicht. Er wollte unbedingt Gummiboot heißen. Nein. Sagst du den Ravager? Alter, hört doch mal mit dem Mist auf. Ich weiß nicht. Ich habe mich gerade selber geblendet. Ich sehe selber nicht. Ich habe gerade einmal vor meiner Nase geworfen. Karotti kommt mir deswegen nicht mehr nach. Die bleibt von mir aus da unten. Das sieht aber schon cool aus, ne? Diese Effekte. Ach man, wo ist mein Lotti Karotti? Hast du mich schon nicht mitgenommen, ne? Doch, ist da unten. Upgepfiffe. Upgepfiffe, hasse de. Ich muss mal kurz zeigen, was das Dorn hier gerade baut. Habe ich das eigentlich in meiner letzten Folge gezeigt? Den Turbogen hast du den alleine oder in der Folge schon gebaut? Alleine, glaube ich. Ne? Da haben wir einfach nur gequasselt. Der Turbogen. Stone baut Turbogen. Und warum bauen Turbogen? Ich zeige. Weil hübsch. War gut aussehen. Und warum hier Loch? Weil du reinfällst. Wie du rauskommst. Blumsklo. Zum Buben. Also, wofür gibt es diesen tollen Torborgen?
Zeigst du? Ich zeig's gleich. Ich muss kurz so. Fotos schießen. So, was haben wir denn hier? Was seht ihr? Eins und Blackie. Warum? Weil der Stone hat ja in diesem Bogen so eine Hohlkammer gemacht und dann kann man eben, oder besser hat der Stone hier diese zwei Schulterpads in diese Hohlkammer geschmissen, mit Licht an, dass sie dann jedes Mal sich selber aufladen und dann wieder anmachen, das Licht. Dann hat man nämlich hier in dem ganzen Gebiet, wo wir sind, immer Licht und da hat man keine Probleme mehr mit namenlosen Tieren, die böse sind und alles kaputt machen und ihre Brüder rufen und das sind die brosen, bösen... Oh, Kacke! Was denn? Alter. Ach, geil. So ist das. Man muss nicht kaputt, man muss ganz machen. Und das wird nämlich das gleiche. Hier, guck mal, da hast du. Oh nein, hier runter! Runtergefallen. Da liegt er. Wäre ich ganz cool gewesen jetzt. Ich finde es schade, dass diese Grappling Hooks nicht mehr funktionieren. So, komm her. Und es ist ein bisschen pervers, ne? Das ist so fast wie so ein Horrorfilm. So Körper oder Menschen oder Tiere in die Wände einbauen. Ja, es kommt davon, wenn man zu viel Dead by Daylight spielt. Gut. Diese Erdbeben sagen uns, wir machen schöne Lustelle für heute und nein! Ich bin blind. Wusste ich schon immer. Und damit sage ich Tschüss, bis die nächste Folge. Und Tschüss.